Halli und heute auch mal hallo. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lick of the Week hier auf musikmachen.de. Und heute gibt es die letzte Folge von unserem kleinen Dreiteiler zum Thema Turnarounds. So, heute wird es um Blues-Turnarounds gehen. Blues-Turnaround kennt man ja zu Genüge, sagen wir Blues in C. Kennt man, ne? So, wenn man den ein bisschen aufforsten will, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einen spielen, also C, F, C, G. Und dann gibt es andere Leute, die wieder über die sechste Stufe gehen. Und weil wir im Blues sind, spielen wir die diesmal alle mit Dominant-Akkorden, also mit Dominant-Sept-Akkorden. Das wäre dann folgendermaßen C7, A7, D7 und G7. Kommt dir das bekannt vor? Es gab mal so einen verrückten Film mit einem Typen, der hieß Brian. Und da gab es am Ende so ein Lied. Now, always look on the bright side of life. Schöne, schöne einfache Nummer mit viel Humor. Und sind die Akkorde, wenn man es in C spielt, C7, A7, D7, G7. Also ganz normaler Turnaround. In einigen Lick of the Week Clips habe ich ja nun schon über das Konzept Common Tones gesprochen. Und auch diesmal werden wir diese Akkordfolge zuerst mal wieder mit Common Tones aufwerten. Wir nehmen einen fast x-beliebigen Common Tone hinzu, nämlich den Ton A. So, aus dem C7 macht er einen C13. Aus dem A7 macht er gar nichts, das bleibt einfach. Bei D7 richtet diese Note auch nichts an. Und aus dem G7 macht er einen G9. Fügt man einen anderen Common Tone hinzu, der gar nicht so weit davon entfernt ist, sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich füge jetzt mal den Common Tone B, B-Flat, hinzu. Der richtet bei dem C7-Akkord nichts an, weil er einfach die ganz normale kleine Septime ist. Fügt man diese Note dem A7-Akkord hinzu, entsteht ein B9-Intervall. Aus dem D7-Akkord macht er einen D7-Kreuz-5. Und aus G7 einen G7-Kreuz-9. So, und das ist ja da gerade das Geile an Common Tones. Das Konzept ist denkbar einfach. Man nimmt eine fast beliebige Note und fügt sie einer Akkordfolge hinzu und auf einmal entstehen die wildesten Sounds. Ganz einfaches Konzept mit sehr viel Wirkung. Ist eine gute Idee, da auch mal selber mit zu experimentieren, vielleicht auch noch andere Common Tones dieser Akkordfolge hinzuzufügen. Ja. Tritonussubstitution ist auch schon Thema gewesen. Und so klingt unser kleiner Turnaround mit Tritonussubstitution. Gar nichts Großartiges gemacht, sondern einfach nur gerückt. Diesen C13-Akkord gerückt. Von C13 auf S13, Klammern Tritonus, schwieriges Wort, Tritonus-Substitution von A7. D7 bekommt eine kleine Extranote, nämlich hier oben das H,
wird zu D13. Und aus dem G7 machen wir ein Des13. Was ganz interessant ist, es entsteht da so eine chromatische Bassmelodie. Also anstatt kann manchmal ganz wirkungsvoll sein. Hier ist ein weiterer Turnaround mit coolen Akkorden. Geht los mit C13. Und dann kommt ein S alteriert. Das ist ein S13, Kreuz 5, Kreuz 9. Langer Akkord. Vergesst den Namen einfach und spielt nur das Voicing. Und dann spiele ich ein F-Dur mit einem G im Bass. So ein F, ein G7, 9, 11. Und dann verkleinere ich die None. Bevor es dann wieder zum C geht. Also nochmal. So klingen die Turnarounds zum Playback. So schnell ging die Zeit und wieder vorbei. Ich fand's schön. Ich hoffe, du auch. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Hier auf musikmachen.de mit mir, dem Onkel P.